Moin, Mario hier. Willkommen auf meiner Schiffsmodellbauwerft. Und weiter geht's wieder mit der Scharnhorst. Und zwar mit Ausgabe 45. Geliefert wird ein Stapel Leisten. Und zwar 1,4 mm stark und 4 mm breit. Und 270 mm lang. Die Leisten sind vorgesehen für die Zweitbeplankung, was wir dann auch in dieser Ausgabe anfangen werden. Ich muss gestehen, ich habe mal was vorbereitet. Und zwar sind die ersten 6 Leisten schon dran. Was mir aufgefallen ist, dass mit dem Bug, also zumindest bei mir ist es so, nicht zu 100% abschließt. Das heißt, hier wird nachher noch ein bisschen Spachtel notwendig sein, um einen vernünftigen Übergang zu schaffen. Das ist nicht nur auf der Steuerbordseite so, das ist auch auf der Backbordseite so. Gut, es ist wie es ist. Jetzt weiß ich nicht, woran das liegen könnte. Ihr könnt ja mal schreiben in den Kommentaren, wie das bei euch aussieht. Also in dieser Ausgabe werden wir insgesamt 12 Leisten von oben angefangen nach unten ankleben, und zwar Steuerbord so wie auch auf der Backbordseite. So, wie habe ich das gemacht? Die Zeitschrift kann erstmal weg. Wie habe ich das gemacht? Und zwar wird als erstes eine Leiste eingestrichen mit Holzkleber. So, dann verteile ich das immer hier drauf. Nicht zu dick und nicht zu dünn. So, und dann kann man das Ganze ein wenig antrocknen lassen. Und dann machen wir auch ein bisschen Leim hier schon auf die Außenhaut. Und währenddessen das dann ein bisschen antrocknet, kann man ja eigentlich schon dann die nächsten, ich mache dann immer 3 Stück auf jeder Seite. Ob das hier nun der Weisheit letzter Schluss ist, sei dahingestellt. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Manch einer sagt sich, ich klebe das zwar auch mit Holzleim an, aber ich nehme trotzdem noch Nägel, weil man das ja nachher wieder zuspachtelt und dass man dann das dann doch nicht sieht. Dann gibt es immer noch die Möglichkeit, mit Kontaktkleber das Ganze zu machen. Aber ich finde, also so habe ich auch schon mal ein Schiff gemacht, aber das ist, ja, ich finde, das ist eine große Sauerei. Also ich komme damit nicht so richtig klar. Da backst mehr an eine Finger und überall woanders als da, wo, ne, wo man das haben möchte. Geben wir hier auch noch mal ein bisschen mehr auf, damit wir eine größere Fläche kriegen. Wir wollen ja 3 Leisten insgesamt aufkleben. Ja, noch einen Augenblick warten. So, nun wollen wir mal gucken, ob das dann jetzt vernünftig funktioniert.
wo wichtig ist, dann schön andrücken. Ich habe dann hier ein Feilenheft genommen. So, und ich habe jetzt ungefähr 3 Minuten gewartet, bis ich dann die Leisten angeklebt habe. Na, das muss man dann gucken, wie das dann ja, vom Gefühl her ist für jeden Einzelnen selber. Auf jeden Fall geht das ganz gut mit diesen 1,5 mm dicken Leisten. Sonst hat man ja, gucken, wo ich welche habe. Hab jetzt gerade keine bei der Hand. Sonst hat man ja hier zur Zweitbeplankung, na hier doch, hier ist mal eine dunkle von der Zoe Royal. Die sind dann nur 0,6 mm stark. Da geht es ein bisschen einfacher. Aber die dickere Zweitbeplankung verzeiht Unebenheiten, die dann in der Erstbeplankung sind. Also so, ne? Und wenn das dann nachher trocken ist, dann macht man die andere Seite wieder 3 Stück, dann wieder zurück, hier 3 Stück und wieder zurück, wieder 3 Stück. Dann wird das Ganze einmal übergeschliffen und ja, dann, also einmal nicht komplett schon richtig überschleifen, sondern nur einmal angeschliffen und dann, ja, sollte das Ganze gut sein. Ja, die ersten 12 Leisten sind jetzt an jeder Seite angebracht. Und ihr habt gesehen, ich habe schon einmal ein bisschen geschliffen. Und zwar mit 80er. Schleifpapier war das, glaube ich. So, mit 80er. Und ja, das ist einigermaßen eben geworden. Der finale Schliff kommt natürlich erst dann, wenn beim kompletten Schiff dann die Zweitbeplankung aufgebracht ist. Ja, wie gesagt, 12 Leisten haben wir jetzt an jeder Seite angebracht. Und ja, 6 Stück sind noch übrig. Die, denke ich mal, werden ein andermal dann verarbeitet. Gut. Bauanleitung wird gleich wieder weggeheftet. Ich kann euch ja mal einmal ein bisschen dichter holen, damit ihr das mal sehen könnt. Ja, das war's dann quasi mit der Ausgabe 45. Und ja, dann gucken wir mal, was in Ausgabe 46 gemacht werden soll. Ich glaube hier, das hatte ich letztes Mal schon erwähnt, das wird ja ein bisschen abwechslungsreich. Das heißt, wir werden wieder hier weitermachen und ein paar weitere Ätzteile anbringen. Ja. Wie gesagt, das war's dann mit Ausgabe 45 und ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Da fällt mir noch was ein. Manch einer hat schon immer gefragt, was für eine Spachtelmasse verwendest du oder, ne? Also es gibt ja viele verschiedene und ich benutze immer solche Spachtelmasse. Die gibt es in allen Baumärkten, das ist eine Holzpaste, steht da dann drauf und das Gute daran ist, die kann man auch mit Wasser etwas anlösen und sozusagen ein bisschen dickflüssig machen und dann wird sie in jede Ritze reinkommen und ja, und dann kann man das relativ gut schleifen, wartet man dann ein paar Stunden, also im besten Fall natürlich macht man das den einen Tag und am nächsten Tag dann
schleifen, schön mit der Hand. Dann hat auch schon einer gefragt, wie dann der Stoßbereich dann sein wird. Ich meine, dass ich das bei der Prinz Eugen, habe ich das mit zwei Komponentenkleber gemacht und habe das dann nachher noch ein bisschen reinlaufen lassen in die Ritze, weil eine kleine Stoßkante wird hier, denke ich mal, bleiben, aber das werden wir dann nachher sehen. Wenn das Ganze nachher geschliffen ist, grundiert ist, und dann sieht man nachher, wie das dann aussieht. Ich glaube, ja, ich weiß nicht, ich habe einmal gelesen, Sekundenkleber ist nicht so richtig gut geeignet. Aber naja, wie gesagt, ich hatte ja da zwei Komponentenkleber genommen bei der Prinz Eugen. Da waren ja auch Plastikteile vorne und hinten dran. Und da gucken wir mal, irgendwie werden wir das schon hinkriegen, dass die Lücke geschlossen ist und dass man davon nichts mehr sieht. Gut, wie gesagt, nochmal, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kick mal wieder in.